Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo vom Mr. Swiss Soccer mal wieder. Ein Lebenszeichen, ich lebe noch. Ja, erstmal Entschuldigung, dieses Infovideo hätte schon vor ein paar Monaten kommen sollen, aber ich konnte mich irgendwie nie dazu aufraffen, es zu machen. Jetzt dachte ich mir, hey, kannst die Leute nicht so im Dunkeln sitzen lassen. Ja. Wie euch bestimmt aufgefallen ist, ist seit geraumer Zeit nichts mehr gekommen. Seit genauer gesagt 3 Monaten habe ich kein Video mehr hochgeladen. Das hat den einfachen Grund, ich habe momentan weder die Zeit noch die Lust, Let's Plays zu machen. Was kurz und knackig eigentlich bedeutet, mit diesem Video werde ich hier offiziell mit den Let's Plays aufhören. Das heißt nicht, dass ich komplett mit YouTube aufhöre, aber sicher nicht mehr regelmäßig Videos. Let's Plays schon gar nicht, weil Let's Plays, wer das weiß, es braucht extrem viel Zeit, um das Ganze zu machen. Und wenn man keine Lust hat, dann, ne, dann nimmt man sich diese Zeit halt auch nicht wirklich gerne. Weil ich die Zeit gerne woanders mit wem anders verbringe. Oder mit jedem zusammen, weil ich mache das sonst alleine. Genau. Also, kurz knackig, von mir hier auf diesem Kanal wird es keine Let's Plays mehr geben. Was könnt ihr für Videos erwarten? Einfach so eventuell so kleine Gameplay-Videos, wo ich euch vielleicht aus einer Game-Session die Highlights rauscutte und rausschneide und das zusammenschneide. Weil das ist, also da brauche ich nicht zu quatschen, da kann ich mich mal hinsetzen, wenn ich gerade Zeit habe, zu schneiden, weil das mache ich eigentlich relativ gerne, so Videos zusammenschneiden. Das mache ich echt gerne, aber halt Let's Plays, das schneidest, also ich zumindest, so wie ich es gemacht habe, ich habe nicht viel geschnitten, ich habe das mit einer Fraps-Datei aufgenommen, zack, bumm, Camtasia reingekloppt, gerendert, damit die Datei kleiner wird und dann hochgeladen, direkt ohne groß was zu schnibbeln. Ja, und ich schneide halt gerne an den Videodateien rum. Genau. Dann werdet ihr wahrscheinlich noch diverse Videos bezüglich Events bekommen. Also ich werde mir nächstens eine GoPro zulegen. Und geplant ist im Sommer dann, dass wir eine Gamescom fahren. Ob wir gehen und wann wir gehen, wissen wir nicht. Wir heißt bestimmt ich mit ein paar Kumpels gehen dahin. Und vielleicht kommt Nico und Martin noch mit, also so Pac-Man. Wie gesagt, ob die jetzt mitkommen oder so... kein Plan, es ist mal geplant. Musikschnauze, sie nervt mich gerade. Ja, ob, also es ist geplant, wie das Ganze ausschaut, weiß ich noch nicht. Ich bin aktuell auch an einem Let's Play dran mit Nico und Martin zusammen. Wir haben ja vor langer Zeit mal Left 4 Dead gespielt. Das haben wir jetzt wieder aufgenommen, wird von Nico und von Martin, soviel ich weiß, aufgenommen und hochgeladen. Also von mir auf jeden Fall nicht. Ich spiele einfach mit und kommentiere halt mit. Wenn ihr also das Ganze, also mich auch mal noch bei Let's Plays dabei sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall beim Nico, Nico Style und Sir Pac-Man vorbei, hier auf meinem Kanal verlinkt. Ich packe es euch nicht nochmal extra in die Videobeschreibung. Ihr habt es ja hier. Genau. Dann vielleicht auch noch ein paar Real-Life-Videos. Also ich denke nicht, dass ich Vlogs machen werde. Zumal ich meine Fratze garantiert nicht zeigen will. Hat diverse Gründe. Und ich finde es ehrlich gesagt jeweils auch noch viel spannender, an einen YouTuber zu hören, wenn man sein Gesicht nicht sieht. Also beispielsweise bei, wer ihn kennt, The Metroid Gamer. Ich habe den... Ich mag den übelst, macht gute Videos, hat gute Videos gemacht, hat auch schon ungefähr dann sein letztes Video rausgehauen, als mein letztes hier kam. Der hat sich mal gezeigt und ich hatte mir ganz anders vorgestellt, dass man, jeder hat so, denkt, macht sich so ein Bild über so einen YouTuber, der sich halt nicht zeigt, ne? Und zum Teil wird das einem das Bild wieder zerstört, finde ich. Deshalb, das ist auch ein Grund, wieso, dass ich mich nicht zeigen werde. Klar, wenn ihr auf der Gamescom seid, werdet ihr mich, Nico und so weiter treffen. Aber Videos wird es wahrscheinlich ziemlich oft davon geben, ohne uns. Also wo meine Fratze nicht drauf ist auf jeden Fall. Hat auch jobtechnische Gründe, weil ja, die gehen da
jemanden auch googeln und alles, und da habe ich echt keine Lust dazu, dass da mir das Problem einbrockt. Ja, wie gesagt, momentan keine Zeit, keine Lust für Let's Plays. Vielleicht kommt irgendwann mal noch mal was. Ich weiß es nicht. Das weiß man ja nie. Aber geplant ist auf jeden Fall nicht. Ich werde auf jeden Fall weiter zocken. Ihr könnt mich gerne auf Steam adden. Ob ich dann mit euch mitspiele oder so, das entscheide ich dann spontan. Seid mir nicht böse, wenn ich eure Einladung ignoriere. Weil ich meistens irgendwas machen. Mit Freunden zusammen zocken und so. Wie lange geht das scheiß Video schon? Ich laber schon wieder viel zu lange. Ich sag viel ich bin es mir überhaupt nicht mehr gewohnt, solche Videos zu machen. Ja. Schon wieder Ja, wie gesagt, kurzknackig, Videos hier Ende. Ich werde alle nicht beendeten Projekte, die Videos in geraumer Zeit löschen. Heißt, hier Mystery Dungeon wird rausfliegen. Ich glaube, Undercover war auch nicht fertig. Das wird rausfliegen und ja, in geraumer Zeit. Wann? Wenn ich dazu komme, wenn ich Lust dazu habe. Wieso? Aha, okay. Ich dachte schon, ich hätte zweimal den Mystery Dungeon Playlist. Egal. Genau. Ja. Wenn ihr weiterhin Let's Plays Videos mit mir sehen wollt, wo ich kommentiere, dann schaut bei Nico Style oder Sir Pac-Man rein. Die machen auch ganz tolle Videos, wie ich finde. Vor allem der Nico, der Sir Pac-Man. Sorry Martin, aber der macht aktuell nicht so viele Videos. Aber die, die er hat, die sind gut. Wer weiß, vielleicht macht er mal noch ein bisschen aktiver was. Das weiß er am besten. Und ja, wie gesagt, gibt es vielleicht mal ein paar Real-Life-Videos, wie ich ein bisschen mit meinem Bike durch die Gegend heize, weil ich gehe Frühjahr dann biken. Oder weiß nicht, vielleicht packe ich mir dann halt meine GoPro mal aufs Auto. Ich habe ja früh im März Führerschein. Kann ich anfangen? Packe ich mir die GoPro vielleicht mal aufs Auto, fahre mit dem ein bisschen durch die Gegend und quatsche ein bisschen. Vielleicht mache ich auch irgendwie ein Autolog-Dingens. Wer P1TV kennt, wer ihn nicht kennt, geht ihn jetzt mal kurz suchen und schaut da seine ST-Logs an. Ich finde das ganz gut, ganz cool. Ich denke, vielleicht mache ich das in dieser Art. Aber eben, momentan bin ich echt, ich sag's ehrlich, ich bin zu faul, um irgendwelche Videos zu machen. Mit Kommentieren, Dingens, Bummens. Epic Deutsch. Ja, ich werde wahrscheinlich einfach ein bisschen aufnehmen, so ich was rausschneiden und euch das dann servieren. So 2-3 Minuten Videos. Oder in der Crew ein bisschen rumdriften und euch das dann hochladen. Irgend sowas. Ja, vielleicht kommen. Wann Videos kommen, ich weiß es nicht. Sie kommen dann, wenn sie kommen. Wer Let's Plays von mir erwartet, der wird jetzt enttäuscht sein. Der darf mich auch gerne deabonnieren, habe ich absolut nichts dagegen. Wer sich sagt, hey, ich schaue trotzdem noch deine kleinen Videos, die du hochlädst, der darf natürlich sein Abo gerne da lassen. By the way, vielen, vielen Dank für 635 Abonnenten. Es ist echt krass, obwohl ich übelst lange nichts mehr hochgeladen habe, sind trotzdem Leute dazugekommen. Vielen, vielen Dank. Aber ja, ich schmeiße es hier mehr oder weniger das Beil hin. Wie sagt man das im Hochdeutsch? Egal, ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, wer dem das nicht gefällt, der soll bitte irgendwo hier wird bei euch der Deabonnieren-Button sein. Lasst bitte, und es ist eine definitive Entscheidung. Vielleicht irgendwann kommt vielleicht mal noch ein Let's Play. Ich weiß nicht, vielleicht kommt nochmal die Entsinnung Gedöns irgendwas. Keine Ahnung. Und ja. Mal schauen. Es kommt alles so, wie es kommen muss. Wann es kommt, weiß niemand. Jo, das war es jetzt von meiner Seite. Ich laber schon wieder viel zu lange. Und ja, in diesem Falle sieht man sich vielleicht mal wieder in einem Video oder so. Bleibt auf jeden Fall dran bei Nico Style und Sir Pac-Man. Und ja, dann bis dann. Arrivederci, euer Mrs. Wisszocker, euer Manuel. Tschüssikowski.